Herzlich willkommen, liebe Zuseherinnen und Zuseher, zu einem weiteren Deep Space Live bei uns im Ars Electronica Center. Von Corona über Auschwitz nach Mauthausen und zurück. Vielleicht irritiert Sie dieser Titel und Sie fragen sich, was hat eigentlich Corona mit den ehemaligen Konzentrationslagern Auschwitz und Mauthausen zu tun? Immer häufiger werden Vergleiche gezogen zwischen der Gegenwart unserer derzeitigen Pandemiesituation und der Vergangenheit, und zwar der NS-Vergangenheit. Aber kann und darf man diese Vergleiche überhaupt machen? Hierzu werden uns Gudrun Bloberger, die Leiterin der Fachabteilung Pädagogik an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, und Christian Angerer, Lehrer an der Pädagogischen Hochschule in Linz und auch Mitarbeiter an der Gedenkstätte Mauthausen, Geschichten erzählen. Geschichten, die uns Antworten liefern und die einen offenen Dialog fördern sollen. Ja, und ich bedanke mich hier an dieser Stelle, dass ihr hier seid. Ich freue mich auf die Geschichten, die ihr mitgebracht habt. Ja, und möchte an dieser Stelle auch schon das Wort an euch übergeben. Und ja, die Bühne gehört euch. Danke für die Einladung, für die Vorstellung. Unser Thema lautet, wie erwähnt, von Corona über Auschwitz nach Mauthausen und zurück. Vergleiche mit dem Nationalsozialismus haben in der gegenwärtigen Protestbewegung gegen die sogenannten Corona-Zwangsmaßnahmen Konjunktur. Die notwendigen Einschränkungen der persönlichen Freiheit, um die Pandemie einzudämmen, werden verglichen mit diktatorischen Maßnahmen im Nationalsozialismus. Und nicht nur verglichen, oft auch gleichgesetzt damit. Einen Tiefpunkt haarsträubender Gleichsetzung haben wir letztes Wochenende an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen erlebt, als ein Besucher, ein AfD-Funktionär aus Bayern, in einem Video das Giftgas Zyklon B, mit dem im Nationalsozialismus Massenmorde verübt wurden, in einem Atemzug genannt hat mit Corona-Impfstoffen. Diese Vergleiche und Gleichsetzungen sind zu einem beträchtlichen Teil bewusste Strategie von rechten Gruppen, um den Nationalsozialismus zu verharmlosen und die Demokratie zu beschädigen. Dazu werden Begriffe umgedeutet, zum Beispiel die Begriffe Freiheit und Widerstand. Dazu wird auch eine Schuldumkehr inszeniert. Das heißt, statt sich zur Verantwortung nach den nationalsozialistischen Massenverbrechen zu bekennen, wird den demokratischen Staaten Europas vorgeworfen, sie seien schuld am sogenannten Bevölkerungsaustausch, also an der ethnischen Durchmischung durch Migration. Und es werden Verschwörungstheorien verbreitet, die meistens mit antisemitischen Mustern und Symbolen arbeiten. Es gibt also, so könnte man das zusammenfassen, eine klare rechtsradikale politische Agenda bei Teilen dieser Protestbewegung. Aber es gibt auch andere Quellen des Protests, die nicht politische Strategie sind, sondern ein verbreitetes Gefühl der Unterdrückung und der Ohnmacht, vor allem auch bei jungen Menschen. Zum Beispiel, wenn eine junge Frau in Hannover öffentlich erklärt, dass sie sich in der Corona-Protestbewegung und in ihrem Einsatz für, Zitat, Frieden, Freiheit, Liebe und Gerechtigkeit wie Sophie Scholl vorkomme. Und als sie vor laufender Kamera deswegen kritisiert wird, ist sie völlig perplex und verlässt weinend die Bühne. Oder wenn in Karlsruhe ein 11-jähriges Mädchen einen Text vorliest über ihre heimliche Geburtstagsfeier mit Freunden, bei der sie so leise sein mussten wie damals Anne Frank im Versteck im Hinterhaus. Und nehmen wir an, dass der Text zumindest in diesem Punkt tatsächlich etwas von der Erfahrung und den Gefühlen dieses Kindes enthält.
auf die rechtsradikale Propaganda, die Vergleiche mit dem Nationalsozialismus benutzt, reagieren wir mit Empörung und Zurückweisung, mit historischen, politischen und moralischen Argumenten. Aber wie reagieren wir auf solche Vergleiche, wenn sie nicht strategisch, sondern ehrlich gemeint sind, weil sich Menschen tatsächlich mit Verfolgten im Nationalsozialismus identifizieren? Also was haben wir der jungen Frau und dem 11-jährigen Mädchen und ihresgleichen, die nicht recht wissen, wie ihnen geschieht, zu sagen? Unsere Antwort ist, wir haben ihnen Geschichten zu erzählen. Geschichten, die mehr enthalten als Anne Franks still sein müssen im Hinterhaus, die davon berichten, warum sich die Familie Frank und eine zweite Familie in Amsterdam verstecken mussten und davon, was mit ihnen geschah, nachdem sie entdeckt wurden. Es gibt Details in Geschichten, die uns ansprechen, geradezu anspringen und denken lassen, mir geht es genauso. Aber nur wenn wir die ganze Geschichte wahrnehmen, verstehen wir sie und begreifen auch, wo wir uns darin wiederfinden können und wo nicht. Deshalb möchten wir heute die ganze Geschichte erzählen und die ganzen Geschichten. Die Geschichte der Familie Frank und die Geschichte der Familie van Pels, die Geschichte von Anne und die Geschichte von Peter. Diese Geschichten führen uns über Auschwitz nach Mauthausen. Wir beginnen unsere Geschichte bei diesem Bild. Das ist das Hochzeitsfoto von Edith, geborene Holländer, und Otto Frank. Das Foto stammt aus dem Jahr 1925. Im Mai diesen Jahres heirateten Edith und Otto. Edith war zu diesem Zeitpunkt 25 Jahre alt, Otto 36. Sie heirateten in einer Synagoge, einem jüdischen Gebetshaus in Aachen in Deutschland. Edith stammt aus einer Unternehmerfamilie. Ottos Familie betreibt in Frankfurt am Main eine Bank. Nach der Hochzeit übersiedelt das junge Paar nach Frankfurt am Main. Und ein Jahr später kommt ihre erste Tochter Margot zur Welt. 1929, also 4 Jahre nach ihrer Hochzeit, wird Anne geboren, Anne Frank. In den 30er Jahren ist Deutschland, so wie viele andere Länder weltweit, von einer starken Wirtschaftskrise betroffen. In diesen Jahren wird die nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei immer stärker und findet immer mehr Zuspruch. Zuspruch findet diese Partei auch, indem sie antisemitischen Parolen und Propaganda immer lauter und lauter artikuliert. In dieser sehr bedrohlichen Stimmung für jüdische Familien entschließt sich die Familie Frank, nach Amsterdam zu ziehen. Sie versuchen dort ein neues Leben aufzubauen. Es ist nicht ganz einfach, in Amsterdam wirtschaftlich auch Fuß zu fassen. Otto Frank gründet zwei Firmen. Einmal die Firma Opekta, die Geliermittel vertreibt, und einmal die Firma Bektacon, die mit Gewürzen und Kräutern handelt. Nach der Firmengründung, einige Jahre später, beginnt Hermann van Pels, wir werden noch später von ihm hören, in der Firma von Otto Frank zu arbeiten. Auch er war mit seiner Familie von Deutschland nach Amsterdam geflohen. Das nächste Bild zeigt uns das Hinterhaus oder das Haus an der Prinsengracht 263 in Amsterdam. So ist die Adresse. Dieses Haus mietet Otto Frank, um dort den Firmensitz unterzubringen. Wir sehen
auf diesem Modellbild ein typisches Haus in Amsterdam. Eine sehr schmale Front in Richtung Gracht. Ein Haus, in dem die Firma Bektacon und Obekta untergebracht sind. Einen Verbindungsgang hin zu einem zweiten Haus, das im Garten des Hauses errichtet worden ist, und zwar deshalb, um den spärlichen Raum, den es in der Stadt gab, bestmöglich auszunützen. Wir sehen in diesem Haus auch oder auf diesem Bild auch bereits hier diesen Verbindungsgang zwischen dem vorderen Haus und dem hinteren Haus und dieses Bücherregal, das letztendlich hier an dieser Stelle eingebaut wird, um zu verdecken, dass sich zwischen Vorderhaus und Hinterhaus eine Verbindung gibt und es eben dahinter noch einen Wohnraum gibt. Dieses Bücherregal ist schon eingerichtet worden, um das Hinterhaus letztendlich dann als Versteck für die bedrohten Familien zu verwenden. Noch ist es aber nicht so weit. 1940 besetzen die Nationalsozialisten die Niederlande und mit einher gehen Konsequenzen, die auch für die Familie Frank sofort deutlich spürbar werden. Es war zum Beispiel jüdischen Familien verboten, weiterhin Firmen zu betreiben. Das heißt, es mussten Leute gefunden werden, die die Firma von Otto Frank übernehmen, Freunde bzw. Geschäftspartner, die in weiterer Folge als Geschäftsführer aufgetreten sind, damit die Firmen nicht verloren gehen. Die Töchter Margot und Anne Frank durften nicht mehr die öffentliche Schule besuchen, sondern mussten in eine jüdische Schule wechseln. Das heißt, die Familie war von der Machtübernahme der Nazis sofort auch schwer betroffen. So versuchte Otto Frank noch mit seiner Familie in die USA zu emigrieren. Dieser Versuch scheiterte jedoch. Und dann wurde diese Idee geboren, das Hinterhaus mit dem Bücherregal auszustatten, den Verbindungsgang nicht mehr sichtbar zu machen und mit dem Bücherregal vorzutäuschen, als gäbe es dahinter kein Gebäude mehr. Die Familie rechnete damit, dass sie untertauchen wird müssen und bereitete das Hinterhaus als Versteck vor. Im Juli 1942 war es dann soweit, dass die ältere Tochter Margot Frank zum Arbeitsdienst nach Deutschland einberufen worden ist. Und das nahm die Familie zum Anlass, um im Hinterhaus unterzutauchen. Sie versteckten sich. Eine Woche später war es auch für die Familie van Pels Zeit, ein Versteck zu suchen. Auch sie war schwer in Gefahr. Wir haben vorher schon darüber gesprochen, dass Hermann van Pels mit seiner Familie ebenfalls nach Amsterdam emigriert war und bei Otto Frank in der Firma arbeitete. Also die Familie van Pels versteckte sich auch im Hinterhaus, Hermann, Auguste und Peter van Pels. Wenige Monate später, im November 1942, kam dann noch Fritz Pfeffer ins Versteck und versuchte sich dort bei der Familie zu verstecken. Er war ein Zahnarzt aus Deutschland. Insgesamt waren ab Herbst 1942 8 Personen im Hinterhaus in der Prinzengracht 263 versteckt. Natürlich brauchte die Familie Vertraute und Eingeweihte. Es konnten sich nicht 8 Personen verstecken, die nicht sicherstellen konnten, auch versorgt zu werden entsprechend. Die Eingeweihten waren Freunde und Mitarbeiter von Otto Frank. Einmal Johannes Kleimann, der als wichtige Vertrauensperson diente und der Familie und den Versteckten immer Nachrichten brachte. Viktor Kugler war ein Buchhalter der Familie, er besorgte Lebensmittel und Geld. Mip Gies, eine gebürtige Wienerin übrigens, war auch in der Firma von Otto Frank beschäftigt und sie sorgte mit ihrem Mann Jan, dass die Firma fortbestehen konnte.
Beb Voskuril war Büroangestellte in der Firma und sie widmete sich insbesondere den versteckten Kindern. Sie besorgte Kursunterlagen, Schulmaterial und war eine ganz wichtige Ansprechperson. Ihr Vater, Johann, war Lagermeister in der Familie von Otto Frank und er baute zum Beispiel das besagte Bücherregal, das das Versteck schützte. Margot war zum Zeitpunkt des Untertauchens 1942 16 Jahre alt. Sie war das älteste der Kinder. Anne war 13 Jahre alt und Peter van Pelz 15 Jahre. Über 2 Jahre lebten 8 Personen in diesem Hinterhaus versteckt. Und dass ihre Geschichte heute so im Detail bekannt ist und erzählt werden kann, ist dem Tagebuch von Anne zu verdanken. Anne Frank, wir sehen Sie hier, und Ihr Tagebuch. Das ist dieses berühmte rot karierte Tagebuch. Sie bekam es zu ihrem 13. Geburtstag im Juni 1942 geschenkt. Sie hatte sich dieses Tagebuch auch gewünscht, und zwar genau dieses. Sie hatte es sich ausgesucht. Die Familie war zu diesem Zeitpunkt noch nicht im Versteck. Und Anne begann auch sogleich in das Tagebuch hineinzuschreiben, und zwar auf Niederländisch. Das war die Sprache, der sich die Familie Frank bediente, seit sie in Amsterdam war. Nachdem die Familie Frank in das Versteck übersiedeln musste, wenige Wochen nach Annes 13. Geburtstag im Sommer 1942, bekam das Tagebuch für Anne eine sehr große Bedeutung. In dieser Situation, in der sie von Freunden, Freundinnen, Bekannten abgeschnitten war, wurde das Tagebuch zu ihrer wichtigsten Freundin, der sie alles anvertrauen konnte. Anne schrieb ihre Einträge ins Tagebuch in Form von Briefen, also auch mit Anrede. Und in der Anrede verwendete sie Namen von Figuren aus Jugendbüchern, die sie begeistert las. Und einer dieser Namen, sie wechselte zwischen den Namen bei ihren Einträgen, einer dieser Namen war Kitty. Und mit der Zeit kristallisierte sich diese fiktive Freundin Kitty, das war eine Figur aus einem Jugendbuch, das Anne liebte, ein sehr gewitztes und eigenwilliges Mädchen. Also mit der Zeit kristallisierte sich Kitty als die wichtigste fiktive Freundin heraus. Und ab einem bestimmten Zeitpunkt adressierte Anne ihre Briefe nur mehr an Kitty. Liebe Kitty. Dieses rotkarierte Tagebuch war nach wenigen Monaten vollgeschrieben. Und Anne musste dann andere Schreibmedien verwenden, um das Tagebuch weiterzuführen. Das zeigt das nächste Bild. Sie schrieb dann weiter in Heften im Jahr 1943 und im Jahr 1944, am Schluss dann auch auf lose Blätter. Im Frühjahr 1944 kam Anne auf die Idee, das Tagebuch für eine Veröffentlichung vorzubereiten. Wie hat sich das zugetragen? Die Familie hatte Verbindung nach außen über die Helfer und Helferinnen, von denen bereits die Rede war, aber auch über ein Radiogerät, das im Versteck war. Und im Radio sprach ein niederländischer Minister aus dem Exil an seine Landsleute gerichtet, davon, dass die Bewohner der Niederlande, die Bewohnerinnen, Dokumente anfertigen sollten und bewahren sollten, die das Leiden der Bevölkerung nach dem Krieg belegen. Und Anne Frank war sofort klar, dass ihr Tagebuch ein solches Dokument sein könnte. Und deshalb nahm sie ihr Tagebuch, um es zu überarbeiten, damit es später veröffentlicht werden konnte. Mit dieser Überarbeitung begann sie im Mai 1944. Und sie dachte sich für dieses Tagebuch, das veröffentlicht werden sollte, später einmal auch einen Titel aus, der hieß Het Achterhuis, also das
Hinterhaus. Im Grunde sprechen wir also von zwei Tagebüchern der Anne Frank. Von dem ursprünglichen, das ist die Version A, und von der Überarbeitung, die dann ab Mai 1944 entstand, das ist die Version B. Und zwischen beiden Tagebüchern gibt es Unterschiede. Zum Beispiel verwendete Anne Frank in der überarbeiteten Version Pseudonyme für die Versteckten. So wurde aus der Familie Van Pels die Familie Van Daan und aus ihrem Mitbewohner Fritz Pfeffer, den sie übrigens nicht sehr mochte, wurde Alfred Dussel. Anne zensierte sich auch selbst bei der Überarbeitung. Manche Dinge waren ihr jetzt als 15-Jährige peinlich, die sie als 13-Jährige geschrieben hatte, und die ließ sie weg, zum Beispiel die eine oder andere Beschimpfung, die gegen ihre Mutter gerichtet war, vor allem aber auch die Liebesgeschichte mit Peter van Pels, von der heute noch die Rede sein wird. Die fehlt in der überarbeiteten Version. Anne Frank hatte den Wunsch, Schriftstellerin zu werden. Und deshalb bemühte sie sich in der Überarbeitung auch um einen besonders geschliffenen Stil. Das heißt, auch sprachlich gibt es Unterschiede zwischen den beiden Versionen. Und Anne wollte mit diesem Tagebuch, das zur Veröffentlichung bestimmt war, auch literarisch glänzen. Sie schrieb nicht nur Tagebuch im Versteck, sondern sie schrieb auch eine Reihe von kurzen Erzählungen. Sie begann sogar einen Roman, von dem einige Kapitel entstanden. Und sie führte ein schönes Sätzebuch, in dem sie Zitate, die ihr besonders gut gefielen, aus Büchern herausschrieb. Sie war eine begeisterte Leserin und Schreiberin. Um welche Themen geht es im Tagebuch der Anne Frank? Vor allem hält sie im Tagebuch ihre persönlichsten Gedanken und Gefühle fest. Wie gesagt, das Tagebuch ist ihre wichtigste Freundin im Versteck. Sie schreibt auch über ihre Wunschträume. Sie schreibt viel über die Beziehung zu ihrer Familie und zu den anderen Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen. Durch das erwähnte Radiogerät dringen immer wieder auch Informationen zu den Versteckten vor über den Kriegsverlauf und auch über die Verfolgung der Juden. Und manchmal greift Anne im Tagebuch diese Informationen auf, um sie zu kommentieren und sich Gedanken darüber zu machen. Und immer wieder schreibt sie und vor allem über den Alltag im engen Hinterhaus, im Versteck, über die Notwendigkeit, ganz still und vorsichtig zu sein, um nicht gehört und entdeckt zu werden. Und eine solche Stelle aus dem Tagebuch möchte ich vorlesen. Es könnte eine der Stellen sein, an die das 11-jährige Mädchen gedacht hat, als sie sich im Rahmen einer Corona-Maßnahmen-Protestveranstaltung mit Anne Frank verglichen hat. Die Stelle ist aus dem Eintrag ins Tagebuch vom 10. August 1943. Wenn die Uhr 8:30 schlägt. Margot und Mutter sind nervös. Psst, Vater, still, Otto. Otto ist Otto Frank, der Vater von Anne. Psst, Pim, das war sein Spitzname, Pim. Es ist 8:30, komm jetzt her, du kannst kein Wasser mehr laufen lassen, geh leise. Das sind die diversen Ausrufe für Vater im Badezimmer. Schlag 8:30 muss er im Zimmer sein. Kein Tröpfchen Wasser, kein Klo, nicht herumlaufen, alles still. Wenn im Büro noch niemand ist, kann man im Lager alles hören. Mit dem Lager ist das Warenlager der Firma in diesem Haus gemeint. Oben wird um 9:50 die Tür geöffnet und kurz danach dreimal auf den Fußboden geklopft. Der Brei für Anne. Ich steige hinauf und hole das Hundeschüsselchen. Unten angekommen geht alles schnell, schnell. Haare kämmen, Plätscherdose ausgießen, das war der Nachttopf, den sie verwenden musste. Bett auf seinem Platz, still. Die Uhr schlägt. Frau van Daan wechselt die Schuhe und schlürft auf Badeschlappen durch das Zimmer. Herr Charlie Chaplin, und damit meint sie vermutlich ihren Mitbewohner Fritz Pfeffer, über den sie sich gern lustig gemacht hat, auch auf Schlappen, und alles ist ruhig.
Ja, es war schon die Rede von der Familie van Pels und diese sehen wir uns jetzt noch etwas genauer an und versuchen, sie ein bisschen kennenzulernen. Wir sehen auf diesem Bild ganz links Auguste van Pels und ganz rechts im Bild dieser große Herr Hermann van Pels. Das Bild wurde 1930 aufgenommen. Da war das Ehepaar schon einige Jahre verheiratet. Ursprünglich stammen die beiden aus Osnabrück. Sie haben dort 1925 geheiratet. Zwei Jahre später kam Peter zur Welt. Hermann van Pels kam aus einer Familie, die im Fleischereigewerbe tätig war. Und deswegen kannte er sich auch sehr gut aus mit Gewürzen und mit Kräutern und war, als er in der Firma von Otto Frank dann später zu arbeiten begann, mit seinem Wissen sehr willkommen, weil eine der beiden Firmen Kräuter und Gewürze vertrieb. Auguste van Pels hatte nach ihrer Flucht nach Amsterdam, und das war 1937, die Aufgabe, den Haushalt zu führen. Sie hatten eine kleine Wohnung in der Nähe der Familie Frank und so lernten sich diese Familien auch vermutlich kennen. Auguste van Pels führte also den Haushalt und zusätzlich dazu hatten sie in ihrer Wohnung noch Untermieter, die sie auch verpflegte, um zu etwas mehr Geld zu kommen. Also auch bei ihnen die wirtschaftliche Situation in den Anfangsjahren in den Niederlanden sehr schwierig. Auguste führte dann auch im Versteck im Hinterhaus den Haushalt und auch das kommentiert Anne in mehreren Tagebucheinträgen. Die Verpflegung ist natürlich spärlich, die Nahrungsmittel knapp und Auguste van Pels versucht immer wieder trotzdem nahrhafte Speisen für die Versteckten zu bereiten und zetert dabei oft auch. Am nächsten Bild sehen wir Peter van Pels. Es ist ein Bild, das 1942 aufgenommen worden ist, kurz bevor sich die Familien in das Versteck flüchten mussten. Von Peter ist kaum ein Foto aus der Zeit vor dem Versteck erhalten, einzig dieses, das ihm zeigt bei einem Kurs, den er in Amsterdam gemacht hat. Vermutlich lernte er dabei das Überziehen von Möbeln, also so etwas wie Tapezierer zu werden. Peter van Pels wurde, wie gesagt, gemeinsam mit Anne und Margot im August 1942 im Hinterhaus versteckt und er war der Einzige, der ein eigenes Zimmer bewohnen konnte. Anne musste sich das Zimmer mit Fritz Pfeffer, den sie eben in ihrem Tagebuch auch Dussel nennt, teilen. Und das missfiel ihr natürlich, weil sie eben diesen Fritz Pfeffer und seine Nähe auch schwer ertragen konnte. Die Eltern von Anne Frank, Edith und Otto, teilten sich ein Zimmer mit ihrer Tochter Margot. Und die Familie van Pels, das Ehepaar, teilte sich ein weiteres Zimmer. Anne beschreibt in dem Tagebuch auch ihr Verhältnis zu Peter teilweise sehr ausführlich an verschiedenen Stellen. In einem Eintrag vom Ende August 1942, also da waren sie erst wenige Tage im Versteck, schreibt Anne, dass sie Peter uninteressant findet. Sie schreibt: Viel Veränderung kommt in unser Leben hier nicht. Heute sind Peters Haare gewaschen worden, aber das ist nicht so was Besonderes. Herr van Daan und ich sind dauernd zerstritten. Mama tut immer, als ob ich ein Baby wäre und das kann ich nicht ausstehen.
Peter finde ich noch immer nicht netter. Er ist ein langweiliger Junge, faulenzt den ganzen Tag auf seinem Bett, tischlert mal ein bisschen und geht dann wieder dösen. Was für ein Dummkopf. Ja, die Beziehung zu Peter verändert sich aber im Laufe der Zeit. 1944, also doch viele Monate später, fast 1,5 Jahre später, schreibt Anne so. Am 3. März 1944. Kitty, ich bin wie eine Verliebte, die von nichts anderem erzählen kann als von ihrem Schatz. Peter ist aber auch wirklich ein Schatz. Wann werde ich ihm das mal sagen können? Natürlich nur, wenn er mich auch für einen Schatz hält. Aber ich bin kein Kätzchen, das man ohne Handschuhe anpackt, das weiß ich wirklich. Und er liebt seine Ruhe. Also habe ich keine Ahnung, inwieweit er mich nett findet. Jedenfalls lernen wir uns ein bisschen besser kennen. Ich wünschte nur, dass wir uns mit viel mehr Dingen heraustrauen würden. Aber wer weiß, vielleicht kommt diese Zeit schneller, als ich denke. Ein paar Mal am Tag fange ich einen Blick des Einvernehmens von ihm auf. Ich zwinkere zurück und wir sind beide froh. Ich bin verrückt, wenn ich auch von seiner Freude spreche. Aber ich habe das unumstößliche Gefühl, dass er genauso denkt wie ich. Deine Anne M. Frank. Noch ein paar Monate später schreibt Anne von ihrer Enttäuschung über die Beziehung zu Peter. Am 15. Juli 1944. Zuerst schreibt sie darüber, dass sie sich über ihren Vater ärgert. Trotzdem ist es nicht das, was mir die schlimmste Enttäuschung bereitet hat. Nein, noch viel mehr als über Vater denke ich über Peter nach. Ich weiß sehr gut, dass ich ihn erobert habe, statt umgekehrt. Ich habe mir ein Traumbild von ihm geschaffen, sah ihn als den stillen, empfindsamen, lieben Jungen, der Liebe und Freundschaft dringend braucht. Ich musste mich mal bei einem lebendigen Menschen aussprechen. Ich wollte einen Freund haben, der mir wieder auf den Weg half. Ich habe die schwierige Arbeit vollbracht und ihn langsam, aber sicher für mich gewonnen. Er hungert nach Liebe und mag mich jeden Tag mehr, das merke ich gut. Ihm geben unsere Treffen Befriedigung. Bei mir führen sie nur zu dem Drang, es immer wieder aufs Neue mit ihm zu versuchen und nie die Themen zu berühren, die ich so gerne ansprechen würde. Ich habe Peter, mehr als er selbst weiß, mit Gewalt zu mir gezogen. Jetzt hält er sich an mir fest. Und ich sehe vorläufig kein geeignetes Mittel, ihn wieder von mir zu lösen und auf eigene Füße zu stellen. Wenige Tage später lernt Otto Frank mit Peter van Belz gerade Englisch, als Kripo-Beamte zuerst in das Firmengebäude kommen und es durchsuchen, den schwenkbaren Bücherschrank entdecken und das Versteck fliegt auf. Das ist Anfang August 1944 und alle Versteckten werden entdeckt und in ein Gefängnis gebracht. Auch die Helfer Johannes Kleimann und Viktor Kugler werden verhaftet, später aber wieder freigelassen. Was passiert mit den 8 Versteckten des Hinterhauses? Wir sehen hier eine Karte und werden jetzt ansehen, welchen Weg sie genommen haben. Sie befinden sich in Amsterdam und werden nach Westerbork gebracht. In Westerbork gibt es ein Durchgangslager. Von diesem Durchgangslager werden sie im September nach Auschwitz im heutigen Polen deportiert. In Polen gibt es eine Selektion. Frauen werden von Männern getrennt, Junge von Alten und Kranke von Gesunden. Die Frauen bleiben in Auschwitz-Birkenau. Die Männer werden nach Auschwitz I überstellt und müssen dort Zwangsarbeit leisten. Ende Oktober 1944 kommt es in Auschwitz-Birkenau zu einer weiteren Selektion. Und hier werden die Frauen Anne Frank, Margot Frank und Auguste van Belz ausselektiert und weiter nach Bergen-Belsen deportiert. Edith Frank bleibt in Auschwitz-Birkenau.
Was ist mit Fritz Pfeffer? Fritz Pfeffer wird nach Neuengamme deportiert. Otto Frank und Peter van Bels bleiben vorläufig noch in Auschwitz. Die Frauen, die in Bergen-Belsen inhaftiert sind, bleiben dort und im Februar 1945 wird Auguste van Pels von Bergen-Belsen nach Buchenwald überstellt und landet dort im Außenlager Ragun. Dann geht es für sie weiter nach Theresienstadt, in Richtung Theresienstadt. Otto Frank bleibt alleine in Auschwitz zurück. Peter van Pels wird mit den sogenannten Evakuierungstransporten im Jänner 1945 nach Mauthausen deportiert. Wir sehen uns die nächste Folie an und erfahren, wie war der Weg dieser Menschen. Das erste Opfer, Hermann van Pels. Er wird im Oktober 1944 in der Gaskammer von Auschwitz ermordet. Fritz Pfeffer stirbt am 20.12.1944 an einer schweren Erkrankung in Neuengamme. Edith Frank, die Mutter von Anne und Margot, stirbt am 6. Jänner 1945, 3 Wochen vor der Befreiung von Auschwitz, in Auschwitz. Margot und Anne Frank sterben im Februar 1945 in Bergen-Belsen an Fleckfieber. Auguste van Pels stirbt vermutlich im April 1945 auf dem Transport von Ragun nach Theresienstadt. Peter van Pels stirbt wenige Tage nach der Befreiung des Konzentrationslagers Mauthausen in Mauthausen. Vermutlich ist es der 10.05.1945. Otto Frank überlebt als Einziger. Er erlebt die Befreiung in Auschwitz. Wir haben gehört, dass Peter van Bels im Jänner 1945 mit den sogenannten Evakuierungstransporten von Auschwitz nach Mauthausen deportiert worden ist. Wir sehen hier einen Film, der aus der Ausstellung an der KZ-Gedenkstätte Mauthausen stammt und der versucht zu veranschaulichen, wie diese Evakuierungstransporte verlaufen sind. Wir sehen hier, dass im Jahr 1944, insbesondere in der zweiten Jahreshälfte, sehr viele Transporte von anderen Lagern in Richtung Mauthausen gegangen sind. Das hat auch zu tun mit dem Vormarsch der Alliierten und der Auflösung und sogenannten Evakuierung verschiedener Lager. Auf der Zeitleiste sehen wir jetzt Jänner 1945, das ist der Zeitpunkt, an dem Peter van Bels von Auschwitz nach Mauthausen deportiert wird. Das Lager in Mauthausen ist zu diesem Zeitpunkt völlig überfüllt. Viele, viele Menschen sterben. Jene, die arbeitsfähig sind, werden überwiegend in ehemalige Außenlager weitertransportiert und dort zur Zwangsarbeit verpflichtet. Die Zwangsarbeit ist in dieser Zeit eine mörderische Arbeit, insbesondere deswegen, weil in der letzten Zeit des Zweiten Weltkrieges noch versucht wurde, die Rüstungsindustrie unter Tage zu verlegen. Das heißt, viele Gefangene waren zum Beispiel beim Stollenbau im Einsatz, eine sehr gefährliche Arbeit und eine Arbeit, bei der viele Menschen zu Tode gekommen sind. Ja, mit dieser
Zwangsarbeit beim Stollenbau ist die Geschichte von Peter van Pels eng verknüpft. Er kam am 25. Jänner 1945 mit über 5000 Häftlingen aus Auschwitz im KZ Mauthausen an und wenige Tage später, am 29. Jänner, wurde er in das Außenlager Melk weitertransportiert. Das Konzentrationslager Melk bestand in einer Kaserne nahe der weltberühmten Benediktinerabtei an der Donau und existierte von April 1944 bis April 1945, also etwa ein Jahr lang. Es war eines der größten Außenlager des KZ Mauthausen. Insgesamt waren in Melk über 14.000 Häftlinge gefangen. Sie kamen vorwiegend aus Polen, aus Ungarn, aus der Sowjetunion und aus Frankreich. Etwa ein Drittel der Häftlinge waren Juden. Und sie wurden eingesetzt beim Bau einer riesigen Stollenanlage für die unterirdische Rüstungsproduktion der Steyr Daimler Puch AG. Dieses geheime Bauvorhaben lief unter dem Decknamen Quartz. Dabei herrschten katastrophale Arbeitsbedingungen, die Versorgungslage war ebenso katastrophal. Es gab viele Verletzte und Tote bei dieser schweren Zwangsarbeit. Wir sehen hier eine Zeichnung des überlebenden französischen Zeichners Daniel Piquet-Audrin. Und diese Zeichnung zeigt die Ausgabe der Suppe im Stollen. In einem solchen Stollen hat eben auch Peter van Pels im KZ Melk arbeiten müssen. In Melk kamen über 4.800 Menschen ums Leben. Zur Verbrennung der Leichen wurde ein eigenes Krematorium errichtet. Am 11. April 1945 wurde Peter van Pels mit tausenden anderen Häftlingen wieder zurückgebracht ins KZ Mauthausen, und zwar in das dortige Sanitätslager, auch Krankenlager genannt. Ein Sterbelager für kranke und schwache Häftlinge. Das Foto zeigt dieses Lager. Das waren mehrere große Baracken, die von Stacheldrahtzaun umgeben waren. Es gab im Krankenlager praktisch keine medizinische Versorgung. Es herrschte extremer Hunger. Die Baracken waren völlig überfüllt. Die Menschen starben zu Tausenden. Am 5. Mai 1945 wurde das Konzentrationslager Mauthausen von US-Truppen befreit. Deshalb ist der 5. Mai heute der österreichische Gedenktag gegen Gewalt und Rassismus im Gedenken an die Opfer des Nationalsozialismus. Die Amerikaner fanden tausende Tote und Sterbende in Mauthausen vor. Viele konnten nicht mehr gerettet werden. Und das betraf auch Peter van Pels. Wenige Tage nach der Befreiung, vermutlich am 10. Mai 1945, starb Peter van Pels im Sanitätslager von Mauthausen. Er wurde 18 Jahre alt. Es gibt an der Gedenkstätte Mauthausen zwei Erinnerungszeichen für Peter van Pels. Eine Gedenktafel im Gedenkraum beim ehemaligen Krematorium, die 2015 angebracht wurde, und das bereits 1986 enthüllte niederländische Denkmal im Denkmalbereich der KZ-Gedenkstätte Mauthausen, das wir hier sehen. Es steht übrigens in der Nähe des ehemaligen Krankenlagers, in dem Peter van Pels starb. Dieses Denkmal erinnert an einen Tempelbau mit mehreren Eingängen, und in diesem Tempel können die Seelen der Toten wohnen. Im Denkmal befinden sich Bronzetafeln mit den Namen der niederländischen Opfer des KZ Mauthausen. Die meisten waren junge holländische Juden, und auf einer dieser Tafeln steht auch der Name Peter van Pels. Ja, wir sehen auf diesem Foto
das Denkmal. Wir sehen aber auch eine ältere Dame, die gerade diese Namenstafeln abfotografiert. Auf diesen Namenstafeln stehen die Opfer aus den Niederlanden, die in Mauthausen ums Leben gekommen sind. Und diese Dame, sie heißt Eva Schloss, geborene Geiringer, fotografiert die Namen ihres Vaters und ihres Bruders, die auch auf dieser Tafel zu finden sind. Erich Geiringer und Heinz Geiringer. Beide sind auch im KZ-System Mauthausen verstorben. Was hat jetzt aber Eva Schloss, geborene Geiringer, mit Anne Frank, mit der Familie Frank, mit der vorhin erzählten Geschichte zu tun? Eva Geiringer ist im gleichen Jahr wie Anne Frank, 1929, in Wien geboren. Auch ihre Familie flüchtete in die Niederlande, nahm eine Wohnung in Amsterdam in der Nähe der Familie Frank. Die Familien lernten sich in Amsterdam kennen, die Kinder waren in etwa gleichaltrig. Anne, Margot, Eva und Evas Bruder Heinz verbrachten Freizeit miteinander. Eva Geiringer, oder heute im Schloss verheiratet, erzählt immer wieder davon, dass sie Anne Frank als sehr aufgewecktes Mädchen in Erinnerung hat und viele Nachmittage mit ihr in Amsterdam verbrachte. Auch für die Familie Geiringer wurde die Situation in Amsterdam immer enger und enger. Auch sie mussten untertauchen, sie hatten aber kein Hinterhaus, in dem sie sich verstecken konnten, sondern waren auf die Hilfe unterschiedlicher Familien angewiesen und zogen sozusagen von Wohnung zu Wohnung, um sich zu verstecken. Gleich wie das Versteck im Hinterhaus flog auch 1944 das Versteck der Familie Geiringer auf. Auch sie wurden über das Durchgangslager Westerbork nach Auschwitz deportiert zunächst. Die Frauen, Eva und ihre Mutter, verblieben in Auschwitz. Ihr Vater Heinz und ihr Bruder wurden gleich wie Peter van Bels im Jänner 1945 auf den sogenannten Evakuierungstransporten nach Mauthausen deportiert. Am nächsten Bild sehen wir eine Ansicht des KZ-Außenlager Ebensee, ein Außenlager des Konzentrationslagers Mauthausen. Es ist ein Bild, das nach der Befreiung bzw. rund um die Befreiung des KZ Ebensee im Mai 1945 aufgenommen worden ist. Den Mai 1945 erlebten Erich und Heinz Geiringer nicht mehr. Der Vater verstarb im März 1945, der Bruder von Eva Geiringer, Heinz, verstarb im April 1945. Wie kommen jetzt die Geschichten der Familie Frank und der Familie Geiringer zusammen? Eva Geiringer und ihre Mutter wurden im Jänner 1945 in Auschwitz befreit. Nach der Befreiung gingen sie zurück nach Amsterdam und erfuhren dort vom Tod des Ehemannes und des Sohnes, beziehungsweise des Vaters und des Bruders. Auch Otto Frank ging nach der Befreiung von Auschwitz nach Amsterdam zurück und traf Mutter und Tochter Geiringer dort wieder. Einige Jahre später heiratete die Mutter von Eva Geiringer Otto Frank. Sie wurden ein Ehepaar und so wurde Eva Geiringer, die ältere Dame, die wir vorhin am Foto gesehen haben, posthum die Halbschwester von Anne Frank. In dieser Zeit wurde auch das Tagebuch der Anne Frank bekannt. Nachdem die Versteckten verhaftet worden waren im Jahr
1944 im Sommer, entdeckte eine der Helferinnen, Miep Gies, die Aufzeichnungen von Anne Frank, darunter eben das Tagebuch, bewahrte sie auf, um diese Schriften Anne zu übergeben, wenn sie nach dem Krieg nach Amsterdam zurückkehren sollte. Anne Frank kehrte nicht zurück, aber ihr Vater Otto Frank kam wieder nach Amsterdam. Miep Gies übergab ihm alles und er wollte zuerst das Tagebuch nicht lesen, weil er dachte, es würde ihn emotional überfordern. Er tat es dann doch und war tief beeindruckt davon, welcher Reichtum an Gedanken und Gefühlen darin zu entdecken war. Von dieser Seite hatte er seine Tochter noch nicht gekannt. Er gab das Tagebuch auch Verwandten und Freunden zu lesen und sie bestärkten ihn darin, es zu veröffentlichen. Er machte sich auf die Verlagssuche, stellte Texte zusammen für die Veröffentlichung. Er nahm die Version A, also das ursprüngliche Tagebuch, und die Version B, die Überarbeitung, die Anne angefertigt hatte, fügte noch einige Erzählungen hinzu, die Anne im Versteck geschrieben hatte, ließ auch einige Stellen weg, vor allem Stellen, die sich mit Sexualität beschäftigten oder die seine Eheprobleme betrafen. Und im Jahr 1947 wurde diese Textsammlung dann in einem Amsterdamer Verlag unter dem von Anne bereits formulierten Titel Het Achterhuis, das Hinterhaus, in einer kleinen Auflage veröffentlicht. Bis 1948 kamen dann noch weitere kleine Auflagen dazu. Wir sehen hier den Einband dieser Erstausgabe. Anfang der 1950er Jahre kamen die ersten Übersetzungen des Tagebuchs ins Französische, ins Deutsche, ins Englische. Die Aufnahme war anfangs verhalten, aber dann stellte sich zunehmend Erfolg ein, vor allem ab 1955, als das Theaterstück The Diary of Anne Frank in den USA aufgeführt wurde und dann auch in vielen europäischen Ländern unter großer öffentlicher Aufmerksamkeit. 1959 wurde dieses Theaterstück verfilmt. Und heute, das sehen wir hier im Bild, liegen Übersetzungen des Tagebuchs in mehr als 70 Sprachen vor. Das Tagebuch wurde, kann man sagen, zu einem Weltbestseller. Was sind die Gründe für den Erfolg? Zuallererst sicherlich, dass es sich beim Tagebuch der Anne Frank um ein authentisches und persönliches Zeugnis einer Jugendlichen im Holocaust handelt. Es berührt auch sehr der Kontrast zwischen der Frische, der Frechheit, kann man sagen, dem Humor und der Lebensträume im Tagebuch und dem schrecklichen Ende, das Anne Frank fand. Außerdem bietet das Tagebuch eine große Bandbreite an Themen als Identifikationsangebot für viele Menschen, vor allem auch junge Menschen, zum Beispiel auch offenbar für ein Mädchen in der Zeit der Corona-Pandemie. Hier enden die Geschichten, die wir erzählen wollten. Und hier beginnen die Versuche, sie auf unsere Gegenwart zu beziehen. Anne Frank war ein jüdisches Mädchen, das sich mit seiner Familie vor der Ermordung durch die Nationalsozialisten retten wollte. Im Versteck führte sie ein Tagebuch, dem sie vieles anvertraute. Ihre Beziehungen zu den anderen, ihre Ängste, ihren Ärger, ihre Wünsche, ihre Träume. Junge Menschen heute finden vieles in diesem Tagebuch, das sie wiedererkennen, mit dem sie sich identifizieren können, das ihnen Anne Frank nahe bringt. Das ist in Ordnung und das ist schön so, denn wir sollen ja vergleichen. Durch Vergleiche können wir uns Situationen, die wir selber nicht erlebt haben, etwas vorstellen. Durch Vergleiche können wir uns mit Menschen in anderen Zeiten und Räumen verbinden. Über die Notwendigkeit des Vergleichens schreibt Ruth Klüger in ihrem Erinnerungsbuch Weiterleben, als sie vom Transport im Viehwaggon von Theresienstadt nach Auschwitz berichtet. Sie meint, Menschen, die zum Beispiel in einem steckengebliebenen, vollbesetzten Aufzug waren, hätten eine Ahnung von dieser Situation
im Viehwaggon. Die Stelle bei Ruth Klüger lautet: Menschen, die in engen Räumen Todesangst erlebt haben, besitzen von daher eine Brücke zum Verständnis für so einen Transport, wie ich ihn beschreibe. So wie ich von meinem Transport her eine Art Verständnis für den Tod in den Gaskammern habe. Oder doch meine, ein solches Verständnis zu haben. Ist denn das Nachdenken über menschliche Zustände jemals etwas anderes als ein Ableiten von dem, was man kennt, zu dem, was man erkennen, als verwandt erkennen kann? Ohne Vergleiche kommt man nicht aus. Wenn man gar nicht vergleicht, kommt man auf gar keine Gedanken. Und es bleibt beim Leerlauf der kreisrunden Phrasen, wie in den meisten Gedenkreden. Beim Vergleichen dürfen wir allerdings nicht aus den Augen verlieren, dass wir uns nicht in derselben Geschichte befinden, dass es ganz unterschiedliche Geschichten sind, in denen sich vielleicht kleine Teile ähneln können, vieles jedoch und das Wichtigste vor allem ist aber ganz anders. Das Flüstern beim Kindergeburtstag zum Beispiel gleicht vielleicht ein bisschen dem Flüstern in Anne Franks Hinterhaus. Man darf nicht entdeckt werden. In einem kleinen Detail fühlt man sich vielleicht ein wenig wie die versteckte Anne Frank. Aber damit hören die Ähnlichkeiten auch schon wieder auf. Wenn es hier um heimliche Geburtstagsfeiern geht, in Zeiten einer Pandemie, in der eine weltweite Gesundheitskrise in den Griff zu bekommen ist, ging es dort bei Anne Frank, bei den Versteckten, um die rassistische Verfolgung von Juden und Jüdinnen, um den geplanten Massenmord. Es ging bei Anne Frank und bei den tausenden anderen um das Überleben im Holocaust. Und sie haben ihn nicht überlebt. Damit begreifen wir, womit wir uns bei aller Nähe, die wir manchmal vielleicht spüren, nicht identifizieren und nicht gleichstellen dürfen. Wir müssen immer die ganzen Geschichten erzählen, um Ähnlichkeiten und Gefahren zu erkennen und dennoch die Unterschiede ausmachen zu können. Geschichte muss mit ganzen Geschichten erzählt werden, auch jene von den Gaskammern. Geschichte muss mit ganzen Geschichten erzählt werden, von Amsterdam über Auschwitz nach Mauthausen und von dort nicht mehr retour. Ja, von meiner Stelle hier danke, dass ihr die gesamte Geschichte erzählt habt, ja, und auch für diese klare Position, ja, also für diese lehrreiche Stunde, und ich hoffe, dass unsere Zuseherinnen und Zuseher da wirklich Antworten gefunden haben und auch achtsam damit umgehen, mit den Vergleichen, und auch das Interesse geweckt wurde, ja, die Geschichten zu hören und, ja, weiter zu verfolgen und auch in die Vergangenheit zu schauen. Ich kann euch als Rückmeldungen zurückgeben. Es sind einstweilen noch keine Fragen aufgetaucht, keine brennenden, aber wir werden sie sowieso weiterleiten an euch, wenn da was Ausführliches kommt. Aber sehr, sehr positive Rückmeldungen, wo es einerseits um die Bedeutung geht, also gerade, dass ihr heute hier steht und diese Geschichten erzählt, also da wirklich sehr positiv. Respekt. Und ja, ein herzliches Dankeschön für euer Engagement und überhaupt, also das kann ich auch von meiner Stelle hier sagen, danke für eure Arbeit an der Gedenkstätte, für diese wichtige, ja, bedeutungsvolle Tätigkeit in der Erinnerungskultur und auch in der Vermittlungstätigkeit. Danke. Ja. Danke für die Einladung. Danke. Gerne. Ja, und an dieser Stelle möchte ich mich auch bei den Zuseherinnen und Zusehern bedanken, ja. Schön, dass Sie dabei waren, und wir sehen uns gerne wieder, wenn Sie möchten, nächsten Donnerstag.